Ja, gleich wird es auch noch um das Preppern gehen angesichts der Corona-Hysterie oder Epidemie, wie wir es auch immer nennen wollen. Erstmal zu Professor Max Otte. Das geht natürlich auch genauso an Dr. Markus Krall und die Werteunion, ja. Professor Max Otte sagt so in einem neuen Interview im Internet: Ja, es brennt, ja, und es brennt da und es brennt dort und so weiter. Und Weltsystemcrash hat er ja, glaube ich, auch geschrieben und so weiter. Ja, aber sein entscheidender Fehler ist halt, aber bevor ich darauf eingehe, ergänzt sich noch das über Greta Thunberg, also und der berühmte Domian hier aus dem WDR-Fernsehen, einen ziemlichen Verriss geschrieben hat und so weiter. Ja, das ist ja auch die Schlüsselfrage bei Greta Thunberg und Fridays for Future. Kein Mensch versteht, warum die das Angebot für den Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan fürs Klima nicht in der Lage sind anzunehmen, der von den zweiten Scientists for Future 2, sondern stattdessen jammern und jammern und jammern und aber offensichtlich gar nicht wollen, dass die Menschheitsprobleme gelöst werden. Das versteht eben keiner. Also wie gesagt, das ist mir alles ein Rätsel. Wir werden vielleicht irgendwann mal erfahren, dass vielleicht dahinter irgendetwas völlig anderes steckte als das, was nach außen hin vorgegeben wurde. Na, das wissen wir alles nicht. Also jeden Fall ist es verrückt und den Domian nervt es halt auch ziemlich. Na? Ja, aber jetzt wieder zurück zu Professor Max Otte, ja mit seinem Brennen und so weiter, überall die Weltprobleme. Ja, aber Krall, Otte und die Werteunion sehen gemeinsam, fehlt ihnen die wissenschaftliche Basis und sie sehen nicht, dass alles nur eine einzige Ursache hat, nämlich die Ludwig-Erhardsche soziale Marktwirtschaft, die von Anfang an ein Fehler war, die eine Zeit lang ganz erträgliche Ergebnisse so im sozialen Bereich gebracht hat, aber dann letztendlich ja jetzt gezeigt hat, was in ihr steckt, nämlich der gnadenlose Raubtierkapitalismus, die soziale Marktwirtschaft ist das Killersystem schlechthin. Ja, also hier, und jetzt ganz kurz der Beweis, also nochmal wieder der naturwissenschaftliche Beweis. Hier haben wir wieder den Händler, der also sozusagen erzählt, ah ja, eine Gruppe hat die andere nachts besucht und das war ein herrliches Fest der Liebe und der Musik und des Tanzes und so weiter. Und dieser hier versteht jetzt die Sprache nicht richtig und versteht die Geschichte falsch und er erzählt, ach, da hat eine Gruppe die nach andere nachts überfallen und totgeschlagen und schon erzeugt das dieser Händler, erzeugt in den Menschen Ängste. Und sie denken darüber nach, präventiv die anderen Gruppen totzuschlagen, bevor die sie totschlagen können. Und die kaufen ihm ganz viele Steinäxte ab. Und so kann er ganz viele Kinder ernähren und kann eine große Waffenhandelsdynastie aufmachen. Das heißt also, der Kapitalismus mit seinen gewinnbringenden Irrtümern, all die Konflikte, die wir auf der Welt haben, die stammen alle aus diesem Dilemma, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft automatisch kriegstreiberisch ist. Die soziale Marktwirtschaft ist ein Kriegstreiber Automat, weil es wird immer einen geben, der irgendwelche Irrtumsmeme hat und der wird zum Aussterben gebracht, weil der verdient ja viel mehr und ist ja viel reicher und kann den wegkonkurrieren und auskonkurrieren, marketingtechnisch. So, also damit ist eigentlich schon alles gesagt. Oder hier, der zum Beispiel erzählt nichts, was die Menschen ängstlich machen würde und unglücklich machen würde und ihre natürliche Lebensweise einschränken würde, der macht nicht viel Umsatz. Der hier erzählt irgendwelche Irrtümer, was weiß ich, Schmusen ist eklig und unkeusch und so weiter, dass viele schmusen. Dann werden die Leute verklemmt und dann erleiden sie einen Glücksmangel. Und durch seine Manipulation sozusagen, durch seine gewinnbringenden Irrtümer, an die er selber glaubt, also ohne dass er das mit böser Absicht geschieht,
Ja, und dann werden die Leute unglücklich, werden konsumsüchtig und kaufsüchtig und er wird reich und kann den auskonkurrieren. Und dadurch ist also die soziale Marktwirtschaft ist ein grundsätzlicher Multiplikator von gewinnbringenden Irrtümern. Und das Ganze, dass es überall brennt, ist selbstverständlich, das liegt einzig und allein an der sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise am Kapitalismus. Und ja, die zweiten Scientists for Future 2, ich erzähle es noch zum tausendsten Mal und verweise aber auch auf die anderen 350 Videos, ja, also da wird ja alles erklärt, ja. Ich mache es nur ganz kurz jetzt, also zum Beispiel, wenn man die Wohlfühlnoten, Wahlstimme und die Gesundheitsdaten zur Verdienstermittlung jedes in der Gesellschaft Arbeitenden sozusagen heranzieht, was passiert dann? Dann passiert das, dreht sich das Ganze um und der mit den gewinnbringenden Irrtümern, der steht dann hier und wird aussterben, weil er ja die Wohlfühlnoten der Bürger seiner Kunden verschlechtert und auch die Gesundheitsdaten verschlechtert. Also wird der mit den gewinnbringenden Irrtümern alle, also grundsätzlich werden alle gewinnbringenden Irrtümer nach und nach aussterben, weil nur Wahrheiten, glücklicher machende Wahrheiten und gesünder machende Wahrheiten werden Erfolgsaussichten haben. Damit kann man dann noch viele Kinder ernähren und dann werden sich die Wahrheits, wird sich alles wirtschaftliche Handeln wird auf Wahrheit basieren. Also die soziale Marktwirtschaft, dass es überall brennt, wie Professor Otto richtig sagt, liegt daran, dass die ganze Welt irre ist. Durch gewinnbringende Irrtümer sind wir alle einer weltweiten Gehirnwäsche unterzogen und sind völlig irre und verrückt und völlig in die Irre geführt und so weiter. Ja, und die Lösung haben die zweiten Scientists for Future 2 fertig. Ja? So, dann schauen wir doch mal weiter. Was kommt jetzt noch? Doch, so viel also zu denen. Jetzt kommt die Abteilung Prepper. Ich halte es mal in die Kamera. Man kann sich, ich habe mich ja irgendwann mal 3 Wochen mit dem Thema Survival, damals Rüdiger Nieberg, die Kunst zu überleben, Survival oder so ähnlich, und so beschäftigt. Das heißt ja heute Prepper für Prepare, sich vorbereiten auf schlimme Dinge. Ja, dann gehen wir doch nochmal wieder hier hin, schlimme Dinge. Wo ist es? Hier unsere Katastrophe. Ja, und dann, jetzt gehen wir da mal davon aus, der Strom fällt aus, die Heizung fällt aus, und vielleicht das Wasser fällt aus. Dann haben wir vielleicht einen Wasservorrat, könnte man sich anlegen mit Wasserflaschen, aber das ist mir viel zu mühsam. Wozu, ne? Besser ist es da, man hat ein kleines Stück Gold da und dann wird es irgendwo jemanden geben, der diese, ich hatte das früher auch, ich habe es wohl irgendwann mal weggeschmissen oder so Wasserfilter, wo man also aus jeder Pfütze, aus jedem Gewässer sozusagen irgendwie gereinigtes Wasser, ich hatte damals auch so Tablettchen, mit denen man das Wasser angeblich entgiften kann und hygienisch machen kann, aber irgendwie wird es dann irgendwo jemanden, wenn man ein kleines Stückchen Gold hat und das dann eintauschen kann oder die Dienstleistung eintauschen kann, dann wird es irgendwo Leute geben, die irgendwelche Wasserfiltersysteme haben. Und außerdem, wenn nicht, nehmen wir halt das Dreckwasser. Denn wenn wir hier Mungbohnen, ich halte es mal in die Kamera, zum Beispiel Mungbohnen, die sind halt sehr teuer. Ne? Ich hoffe, man kann es gut sehen. Mungobohnen heißen die hier, oder Mungbohnen. Und dann alle möglichen Sorten von Linsen. Ja, das sind also so alles getrocknete Linsen und getrocknete Mungbohnen. Ja, sowas kann man, davon kann man sich ja einen Vorrat anlegen. Davon kann man wochenlang ernährungsmäßig überleben. Man braucht nur ein bisschen Wasser.
Ja, und die Notlösung wäre dann, wenn ich gar keinem, wenn man auch über Gold nicht an Wasserfilter rankommt. Ach so, übrigens, ich habe doch gesagt, es ist kein Strom da, kein Gas, keine Heizung, nichts. Ja, hier, einfach mit diesen Keimgläsern, ja, mit diesen Keimgläsern macht man sich aus den Linsen, verschiedenen Linsenvarianten und aus den Mungbohnen macht man sich Gemüse. Und da ist immer die Keimfrage, und wenn dann das Wasser auch dreckig ist und so weiter, dann mein Tipp, dann einfach nur immer winzige Schlucke trinken, winzige Schlückchen Wasser und dann lange warten, sodass unsere Salzsäure im Magen die Möglichkeit hat, alles abzutöten. Ja, also auch die, wie heißt sie, diese Cholera zum Beispiel. Wenn man da nur kleine Schlückchen Cholera-Wasser trinkt, ja, dann kann der Magen das mit seiner Säure abtöten, wenn man insgesamt sehr gesund ist. Ja? Also deswegen würde ich dann einfach winzige Mengen Wasser trinken, warten, bis das auch wirklich von der Säure desinfiziert wurde und dann wieder das nächste Schlückchen oder so ganz kleine Schlückchen. Und genauso auch mit diesen Keimgläsern, ja, also mit diesen diesem frisch gezogenen Gemüse, ja, also diesen Mungbohnen und den Tellerlinsen, auch da winzige Mengen essen, denn das Wasser war vielleicht dreckig und so weiter. Und generell sind die sowieso nicht ohne die Keimgläser, da kann immer mal auch irgendwann ein Erreger dabei sein. Aber wenn man nur absolut winzige Mengen isst, das tut den meisten Menschen gut, da nimmt man auch ein bisschen ab. Aber dann kann man sich davon ernähren und mehr Aufwand mache ich für dieses Thema jetzt Prepper und für diese Prepper-Hysterie mache ich nicht, ja. So, was habe ich hier noch stehen? Ja, dann gehen wir weiter. Was ist noch mit Prepper? Also hier, übrigens, da ist irgendwie so ein, ich glaube, das könnte so eine Art Wasserding sein, das mit dem man Wasser entgiften und entkeimen kann und so weiter und bakteriologisch sauber machen kann. Aber wie gesagt, das ja, habe ich ja alles zugesagt. Und hier Feuer machen, das halte ich nicht für möglich. Ich habe selbst zufällig gerade gefunden. Ich habe fast alles weggeschmissen, aber immerhin habe ich noch ein paar Streichhölzchen, die tue ich jetzt zu meiner Prepper-Ecke sozusagen. Und werde die nächsten Tage viele Linsen und einkaufen, vielleicht auch noch ein Päckchen Mungbohnen. Linsen sind halt viel billiger als Mungbohnen, ne? Wobei die Mungbohnen sich etwas besser zum Keimen, also als Gemüse, Frischgemüse eignen. Ja, Feuer machen, das ist mir alles, da glaube ich nicht dran, das brauche ich alles nicht. Ich habe warme Kleidung und so weiter. Ja, das ist alles nicht nötig hier. Feuer und Brennen und Hell, so Quatsch, alles nicht nötig. Ja, dann sehen wir hier, ach, alles nicht nötig. Hatte ich früher auch mal alles so mögliche Zeug und so weiter, alles weggeschmissen. Ja, so Werkzeug, ja, wenn man es hat, kann man es ja zurechtlegen oder so. Und hier Messerchen, viel Schweizer Multifunktionswerkzeug, ja. Und dann, ja, was eben vielleicht eine Rolle spielen kann, Notwehr, ja. Also wenn die Leute dann aggressiv werden, ja, und so weiter. Ja, da kann man eben sagen, hier, was haben wir denn hier noch im Notwehrbereich? Ja, hier verschiedene Messer, aber Vorsicht, die sind eventuell alle nicht genehmigt, polizeilich genehmigt. Ist also hier zum Beispiel, ich zeige es euch mal, das kostet drei Stück, haben davon 1 Euro gekostet. Es gibt ja massenweise, gab es immer überall zu kaufen, sogenannte Steakmesser. Das ist jetzt ein super billiges. Ich hatte auch mal welche für 5 Euro, die richtig gut waren und so weiter. Aber für die Notwehr reichen die völlig. Die Klingellänge darf niemals länger als 12 Zentimeter sein. Und die sind dann eben oft so standardmäßig 12 Zentimeter. Und als Notwehr, um die Leute, um jemanden abzuschrecken, die kann man also tragen, wie so 2 Revolver links und rechts, ja, in den Hosentaschen oder in den Jackentaschen. Dann hat man die da so und dann kann man die blitzschnell ziehen. Wobei man das nicht so blitzschnell muss. Also wenn man die jemanden in Notwehr sozusagen durch den Hals zieht oder ins Auge sticht oder
in den Bauch rammt und dann quer rüberzieht, dann ist das schon auch der Angriff auch schon vorbei. Ne? Aber das, womit man immer so als erstes auf Notwehr reagieren sollte, ist also nicht, also Kalaschnikow hier ist für die Notwehr sicherlich nicht nötig, aber hier als erstes sollte man an das Pfeffer-K.O.-Spray hier, dieses Ding ist einfach ideal, das kann man, sollte man eigentlich überall immer in der Hand haben, auch in der U-Bahn. Was ist, wenn so ein Verrückter mit der Axt aufsteht und mal wieder ein Attentat machen möchte, dann kann man ihm sofort in die Augen schießen mit dem Pfefferspray auf größere Distanzen, immerhin so 2-3 Meter kann man damit gut treffen in die Augen und dann ist er sofort außer Gefecht gesetzt. Das wirkt wie ein Hammer, ne? Und dann hier früher, also wenn man schon notwehrmäßig sich bewaffnen will, also dann, also hier Kalaschnikow, also ich hatte früher noch so einen Compound-Jagdbogen, so mit Umlenkrollen und so weiter. Ja, aber was will ich denn jagen, wenn ich Linsen habe oder wenn es im Wald, wenn man, da würde ich dann halt probieren, kleine, irgendwelche ganz kleinen Dosen von Pflanzen zu essen und dann muss ich mal gucken, was mir bekommt von den Kräutern, von den Wildkräutern und so weiter. Ne? Gut, wenn gar nichts anderes geht, ja, wenn man jagen will, mit diesen Poundbogen, mit Jagdspitzen und so weiter, damit kann man auch Notwehr auf große Distanzen betreiben, ne? Und kann auch jagen, aber Fleisch, ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass ein paar Packungen Linsen einfach für alles rausreichen. Dann hier, wenn man noch Notwehrbewaffnung will, hier, früher hatte ich das Modell 19 von Smith & Wesson, das ist so mit dem Modell 19357 Magnum mit verschiedenen Patronenarten, da kann man, das ist total variabel und da kann man ganz verschiedene Dinge mitmachen. Und das ist zum Beispiel so ein Holster, das habe ich mal selbst gebaut, das kann man in eine Ledertasche reintun und so eine Klappe drüber und dann kann man das also als Schnellziehsache sehen. Also man sieht dann nicht, dass jemand eine Notwehrbewaffnung hat, aber das setzt natürlich einen Waffenschein und so weiter voraus. Oder hier, das ist auch so ein Holster, das ist so vielleicht für so CS-Revolver oder Pfefferspray-Revolver oder Reizgas-Revolver. Ja, aber habe ich alles nicht mehr, habe alles nicht nötig. Ja, dann habe ich hier von wegen, falls ich doch mal auf Jagd angewiesen sein sollte oder dann mit einem Stück Gold sozusagen mit jemandem zusammenarbeiten kann, der dann irgendwas erlegt, weil gar nichts anderes Essbares mehr zu finden ist, dann gibt es hier so ein paar Tipps. Ich habe aber auch alles weggeschmissen, glaube ich, was ich an Jagdbüchern hatte, aber vielleicht sind die auch noch irgendwo. Aber das mache ich alles nicht mehr. Aber das ist so das absolute Minimum, das reicht. Ich glaube, damit ist auch alles gesagt zum Preppern. Also ich mache mich da nicht verrückt, weil ich glaube sowieso, dass das alles Hysterien sind. Weil ja, im Kapitalismus, kommen wir nochmal zurück, immer aus allem die Medizin, also hier von wegen, der Hysterie macht, ja, der verkauft viel im Medizinbereich und die Leute werden durch die Hysterie, allein durch die Angst werden viele schon krank, denn Angst schwächt Immunsystem, ja. Und die verdienen richtig gut und der eben so eben nicht so eine Hysterie macht, der stirbt eben aus im Kapitalismus. Also ist die ganze Medizin natürlich immer hysterisch, weil es darum geht, möglichst viele Impfdosen zu verkaufen und möglichst viele Tabletten zu verkaufen und so weiter. Also das weiß ich ja alles, deswegen da gehe ich davon aus, dass es sich dabei meistens um gewinnbringende Irrtümer bei diesen Hysterien handelt, wie bei der Schweinegrippe wahrscheinlich auch wieder. Ja? Und was haben wir noch? Also das heißt, der Kapitalismus ist die Zentralursache von allem und wie gesagt, jetzt schauen wir uns nochmal die Bildchen zu Ende an. Ist da noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war die Kalaschnikow hier. Das war das letzte. Ja, die Bildchen nochmal zum Schluss. So. Hier aber auch mit den Messern und Notwehr und mit dem Pfefferspray. Das sollte man dann vielleicht schon auch mal trainieren, damit so umzugehen und so weiter. Ich sage nochmal die Marke. Das ist die Firma Ballistol, von der es auch gute Waffenöle gibt. Pfeffer K.O. Jet heißt das. Also es muss das Jet sein, weil es nur das
ich schalte es nochmal in die Kamera, nur das sprüht einen schießenden Strahl. Also das mit dem Nebel, das könnt ihr vergessen, das ist aus meiner Sicht Quatsch. Ja, da sind wir wieder am Anfang. Also so viel für heute. Ja. Tschüssi.